Nach 17 Jahren ist sie wieder da, die kleine Raubkatze von Ford, und zwar der Puma. Damals war es ja noch ein echtes kleines Sportcoupé, jetzt ist es ein kleines SUV. Und damit liegt das Auto auch voll im Trend, denn kein Segment wächst so stark wie das der SUVs, ob es nun ein kleiner Puma oder auch ein großer Porsche Cayenne ist. Dieses Auto, naja, und das fällt auf, basiert auf dem Ford Fiesta. Kein Problem, man hat einiges von der Technik übernommen und die ist ja absolut perfekt. Das Auto sieht gut aus, aber was er sonst noch kann, das zeige ich Ihnen jetzt hier rund um Marbella und Malaga. Auf geht's! Per Knopf wird das junge Raubtier gestartet. Gang rein und los! Schon die ersten Meter lassen viel Vertrauen zum neuen Ford Puma entstehen. Auch mit diesem Ford Puma ist man in der digitalen Welt angekommen. So gibt es beispielsweise hier ein virtuelles Cockpit. Das ist in unterschiedlichen Farben darstellbar. Und dann sieht man auch die unterschiedlichen Fahrmodi. Das Ganze ist sehr schick. Schön ist auch das große Display hier. Da gibt es dann ein GPS-System. Das Ganze ist per Touchscreen zu bedienen. Und eines muss ich sagen, dieses GPS funktioniert richtig gut, ist sehr intuitiv und nach 2 Minuten hat man es verstanden. Da können sich manche Hersteller eine Scheibe abschneiden. Also das Fahrverhalten des kleinen Puma ist sehr neutral in Kurven. Es gibt ein bisschen Untersteuern. Es gibt auch kleinere Lastwechselreaktionen. Die sind aber ganz hilfreich. Damit stellt sich das Auto dann auch in die Kurve hinein. Serie ist die Massagefunktion in den vorderen Sitzen. Sehr entspannend. Es gibt hier unterschiedliche Fahrmodi, die man einstellen kann, zum Beispiel Sport, dann ist das Ganze ein bisschen schärfer. Rutschige Straße, Offroad oder auch Eco oder ganz normal. An der Farbe erkennt man auch das jeweilige Programm. Ford bietet für diesen Puma 2 Turbobenziner an mit 1 Liter Hubraum und 3 Zylindern. Es gibt eine Start- und Stopp-Einrichtung und sogar eine Zylinderabschaltung. Dann wird ein Zylinder weggeschaltet, zum Beispiel so im Schiebebetrieb. Und dann spart man kräftig Sprit und ich muss sagen, selbst mit 2 Zylindern ist das Ding ganz gut unterwegs. Es gibt Leistung zwischen 125 und 155 PS und wenn man boostet, hat man sogar 210 bzw. 240 Newtonmeter Drehmoment und das merkt man auch. Aus unteren Drehzahlen heraus schiebt das Ding richtig gut an wie ein sehr starker Motor. Und das kommt zustande durch das 48 Volt Bordnetz. Da wird dann ein Riemenstarter noch genutzt, der treibt den Motor an beim Starten und er wird auch als Lichtmaschine eingesetzt und er hilft auch beim Beschleunigen wie ein kleiner Elektromotor mit rund 50 Newtonmetern oder 16 PS das Ding besser zu beschleunigen. In 9,8 Sekunden geht der eine auf 100 und schon nach 9 Sekunden ist der stärkere auf 100. 191 und 205 Stundenkilometer als Top Speed werden angegeben. In dem boomenden Segment der kompakten SUVs zählt er zu den schönen und er ist 4,19 Meter lang, 1,54 Meter breit und 1,93 Meter hoch. Damit besitzt er viel Platz im Innenraum. Auch das Heck ist gelungen, es wirkt sehr dynamisch und sportlich. Auch das Innenleben ist frisch, modern und sehr funktionell. Smartphone-Verbindungen sind möglich. Mitfahrer hinten sitzen bequem. Von 456 bis hin zu 1161 Liter Ladung sind möglich. Schön ist der 80 Liter große Stauraum. So ausgerüstet muss der Ford Puma niemanden in seiner Klasse fürchten. Das heißt, nicht nur den Stadtdschungel wird der Puma bezwingen. Für mich ist er ein kompakter Allroundler. Dieser Ford Puma besitzt nur einen Frontantrieb, Allradantrieb ist gar nicht möglich, braucht man bei einem Auto, mit dem man sowieso nicht ins Gelände fährt, auch nicht. Das Fahrverhalten ist sehr neutral, auch ist es beim Beschleunigen so, dass die Räder nicht zu stark durchdrehen, es zerrt auch nicht sehr stark am Lenkrad, also das hat man gut gelöst. Mein Testwagen ist mit einem manuellen 6-Gang-Getriebe ausgestattet. Die Schaltwege sind vielleicht ein bisschen lang, aber ist trotzdem alles okay. Der 6. Gang ist sehr lang ausgelegt und das hilft dann beim Autobahnfahren, ein bisschen Sprit zu sparen, denn der Motor dreht dann relativ wenig. Der Kölner besitzt natürlich alle notwendigen Fahrerassistenzsysteme.
Ein System gefällt mir besonders gut. Es ist ein sogenannter Gefahrenwarner. Wenn also ein anderer Puma 800 Meter vor mir herfährt, der meldet mir dann beispielsweise einen Stau. Ich gebe eine Warnung für mich und somit kann dann erheblich weniger passieren. Tja, zum Schluss muss ich sagen, der kleine Ford Puma ist optisch und technisch auf sehr hohem Niveau angekommen. Und ich denke mal, er wird seine Klasse auch kräftig aufmischen. Das Basisauto kostet 23.150 Euro. Das war's von mir. Tschüss. Also, der Puma ist nicht nur etwas für Katzenfreunde.